Röhrenverzerrungen, die dritte. Ein schwieriges Thema mit vielen Facetten. Zum Beispiel, warum sind da so große Unterschiede zwischen dem Sound, der entsteht, wenn ich den Verstärker, die Gitarre spiele, im Vergleich zu der Situation, wenn anschließend das Playback abgehört wird? Wenn ich selbst spiele, höre ich Unterschiede, im Playback sind diese Unterschiede dann fast nicht mehr oder gar nicht mehr hörbar. Hat mit Schaltungstechnik gar nichts zu tun, das ist Psychoakustik. Oder kann es sein, dass neben den Röhren auch noch andere Bauteile eine große Rolle spielen? Oder was sind denn die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Röhre und Transistor? Sind die überhaupt so wesentlich? Oder eine andere Frage, wie beschreibt man nichtlineare Verzerrungen? Wie entstehen sie? Welche sind wesentlich? Welche sind für den Höreindruck unbedeutend? Viele Fragen und natürlich die Frage, und wie klingt es denn nun, wenn man die Gitarre einmal über einen Röhrenverstärker spielt und einmal über einen Transistorverstärker. Dazu kommen am Ende dann wieder Schallbeispiele. Und vielleicht noch die letzte Frage, wie spielt es sich? Schwer zu beschreiben, wie fühlt sich der Verstärker an? Tja, viereckig mit Kunstleder überzogen, aber das ist nicht gemeint. Wie ist die Response, nennen das manche? Komprimiert der Ton? Wie ist der Attack? Wie reagiert der Verstärker auf den Anschlag der Saiten? Verbal kaum zu beschreiben, da gibt es dann die großen Probleme so einer Analyse. Man kann die Gitarre über einen Verstärker aufnehmen, anhören und diese Aufnahme anderen vorspielen. Aber welche Eindrücke man hatte, als man die Gitarre gespielt hat, wie sich das in Anführungszeichen angefühlt, angehört hat, das lässt sich nur sehr schwer transportieren. Ein paar Infos gibt es trotzdem, gab es auch bereits schon in den vorhergehenden Videos, Teil 1, Teil 2, jetzt geht es um den dritten Teil. Erstes Thema Psychoakustik. Wer sich auf wissenschaftlicher Ebene mit dieser Thematik beschäftigen möchte, es gibt ein gutes Buch von Jens Blauert, das sich mit dem binauralen Hören beschäftigt. Einige ganz wenige Ideen zu diesem Thema. Frühe Raumreflexionen werden vom Gehör abgeschwächt. Gehör meint hier nicht nur das Ohr, sondern den ganzen auditiven Kanal, also einschließlich Signalverarbeitung. Und da können wir, sofern beide Ohren funktionieren, frühe Raumreflexionen unterdrücken. Dazu muss aber dem Gehör der Raum bekannt sein, was sofort passiert, sobald in einem Raum Schalle erzeugt werden. Es funktioniert nicht mehr, wenn wir einen Kopfhörer aufsetzen und über den Kopfhörer plötzlich Schalle aus einem ganz anderen Raum hören. Nun auch, selbst wenn wir im selben Raum bleiben, eine Aufnahme machen, dann den Kopfhörer aufsetzen, die Aufnahme anhören, ist es doch eine andere Situation und deswegen kann sich der Höreindruck bereits ganz wesentlich ändern. Ich habe selbst vor vielen Jahren mal einen digital entzerrten Kunstkopf entwickelt, sehr zum Missfallen der Leute, die den Aching Head gemacht haben. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die Psychoakustik mindestens genauso wichtig ist wie die Schaltungstechnik und die Elektroakustik. Möchte ich hier jetzt nicht vertiefen, soll nur ein kurzer Hinweis sein, dass das Abhören einer Aufnahme die In-Vivo-Situation niemals vollständig ersetzen kann. Zu den Bauteilen habe ich auch schon mal ein Video gemacht, deswegen nur in Kürze. Ganz schlimm sind Kohlepresswiderstände, sollte man nicht verwenden. Können große Toleranzen haben, ich habe Abweichungen bis zu 25% gemessen. Diese Widerstände verzerren mehr als alle anderen. Die anderen sind Metallfilm oder Kohleschichtwiderstände.
Allerdings ist ihre Verzerrung immer noch kleiner als die Röhrenverzerrung. Man kann zur Not mit Kohlepresswiderständen arbeiten. Wenn man die Wahl hat, sollte man bessere verwenden. Großen Einfluss auf den Sound haben diese Widerstände nicht. Kohlepresswiderstände sind nicht das Geheimnis der alten Fenderverstärker. Bei den Kondensatoren gibt es auch viele Märchen. Hier ein Bild aus der Physik der Elektrogitarre. Auch da gehe ich nicht im Detail drauf ein. Es gab da auch schon Videos auf der Homepage. Ein Thema ist der Verlustfaktor. Bei guten Kondensatoren kann der vernachlässigt werden. Ein weiteres Thema, und das kann nun nicht immer vernachlässigt werden, insbesondere im Röhrenverstärker mit seinen hohen Spannungen, ist der Isolationswiderstand der Kondensatoren. Hier ein Beispiel, eine Spannungsquelle mit 200 Volt, das könnte zum Beispiel die Anodenspannung sein. Die Dutten hier, tja, in Bayern hat dieses Wort eine ganz andere Bedeutung, hier sind es die Devices under Test. Über den Kondensator geht es auf 1 Megohm und daran wird die Gleichspannung gemessen. Nun lernt man in den Vorlesungen, durch einen Kondensator kann kein Gleichstrom fließen, dann müsste man da 0 Volt messen. Und mit vielen Kondensatoren ist es auch der Fall. Ich habe hier einige gemessen. Ob das nun 0 Millivolt oder 0,1 Millivolt sind, wollte ich gar nicht groß untersuchen. Das alles ist praktisch nichts und selbst diese Tropical Fish Kondensatoren, das dürften mit großer Wahrscheinlichkeit Keramikkondensatoren sein, haben Spannungen, die unbedeutend sind. Bei manchen steht drauf, wer der Hersteller ist, Siemens oder Röderstein. Bei einigen steht gar nichts drauf, deswegen blau, ja, das war halt die Farbe oder ist sie immer noch. 0,5 Millivolt, immer noch völlig unbedeutend. 50 Millivolt, ja, mei. Röderstein, ein Kondensator, der für 1250 Volt angegeben ist. Man kann also nicht sagen, dass solche Kondensatoren, wenn sie eine hohe Prüfspannung aushalten, generell viel besser isolieren. Ich habe den nicht mit 1250 Volt gemessen, sondern mit 200 Volt. Und da zeigt sich, ja, er ist doch schlechter als die anderen. Im Vergleich dazu ein anderer Kondensator für 1000 Volt spezifiziert, hat nur 0,1 Millivolt. Das heißt nun nicht, Siemens ist generell besser als Röderstein, diese Kondensatoren sind alt. Was die für Eigenschaften hatten, als sie neu waren, kann ich gar nicht sagen. Das zeigt nur, da gibt es Unterschiede, die aber gar nicht so groß sind. Wenn man jetzt mal diese Kondensatoren anschaut aus einem alten Fox-Verstärker, tja, zum einen 27% Kapazitätstoleranz, aber noch viel schlimmer, in dieser Schaltung gemessen 80 Millivolt, 200 Millivolt und 3,8 Volt hier dran. Und das zeigt, da verschiebt sich der Arbeitspunkt der folgenden Röhre doch ganz wesentlich, das hat Auswirkungen auf den Sound. Ich würde deswegen solche alten Kondensatoren sicherheitshalber rauswerfen, auch wenn da 1250 Volt oder 630 Volt draufsteht, Spannungen, die in einem AC30 nicht vorkommen, die sind trotzdem zu schlecht. Und das bedeutet, in einem Röhrenverstärker können seltsame Zustände auftreten, insbesondere wenn alte Bauteile verwendet werden, und dadurch kann ein spezieller Sound erzeugt werden. Aber den möchte ich hier nicht zum Ideal erheben. Das ist ja ein Defekt. Wenn einem dieser Sound gut gefällt, auch nichts dagegen, dann kann man den aber sehr leicht erzielen, indem man hochwertige Bauteile nimmt und eben einen speziellen Arbeitspunkt einstellt. Das sind ja alles einfache Grundlagen der Schaltungstechnik. In den Transistorverstärkern sind die Spannungen zumeist niedriger, da sind die Anforderungen an die Kondensatoren nicht so groß. Transistorverstärker sind auch meistens niederohmiger, sodass da diese Probleme nicht so im Vordergrund stehen. Bei Röhrenverstärkern, bei denen teilweise auch noch höhere Spannungen auftreten, kann die Isolationsfähigkeit der Kondensatoren schon eine Rolle spielen. Es gibt
relativ preiswerte, gute, neue Kondensatoren. Als ein Beispiel, 68 Nanofarad gibt es natürlich auch mit anderen Kapazitätswerten, 1000 Volt, 39 Cent. Ich habe hier ein paar Vertriebsfirmen aufgeführt, gibt noch mehr. Da kann man gute, preiswerte Kondensatoren kaufen. Für diesen alten Schrott würde ich nicht 29 Dollar zahlen. Die sind alt, aber ob die noch gut sind, weiß man erst, wenn man sie da hat. Und dann zurückschicken geht in der Regel nicht. Hier nochmal gemessene Toleranzen. Vimadurolid habe ich nachgemessen 26-27% Kapazitätstoleranz. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Schlimm waren bei den von mir gemessenen Kondensatoren die schlechten Isolationswerte. Deswegen meine Empfehlung, Finger weg von irgendwelchen teuren Vintage-Bauteilen. Mit modernen Kondensatoren ist man in der Regel auf der sicheren Seite. Hier ein paar Beispiele. Das Messinstrument hat als Vollausschlag 10 Volt. Bei diesen Kondensatoren misst man praktisch nichts. Ich habe da jetzt gar nicht umgeschaltet, weil man hier im nächsten Bild sieht, mit solchen Vima-Kondensatoren 9,6 Volt oder hier knappes Volt, auch das wäre mal in der Schaltung schon zu viel. Das braucht man nicht, wenn man Verstärker baut. Nach diesem kurzen Exkurs über Bauteile zu Schaltungseigenschaften zum Eingangswiderstand eines Verstärkers, da gibt es bereits große Unterschiede. Oder kann es große Unterschiede geben zwischen Röhre und Transistor. Eine Schaltung aus dem RCA Receiving Tube Manual von 1954. Ja, danach haben sich die Schaltungsentwickler der Frühzeit orientiert. Und da findet man zum Beispiel einen Röhrenverstärker, Eingangswiderstand 1 Megohm. Das hat man dann gerne gemacht, auch weil Röhren das können. Die sind im Eingang hochohmig und damit kann man hochohmige Eingangswiderstände realisieren, was für den typischen Gitarrentonabnehmer sehr hilfreich ist. Stichwort Tonabnehmerresonanz und deren Bedämpfung. Zum Eingangswiderstand habe ich auch schon mal ein bisschen was erläutert. Bei Transistorverstärkern sah das dann unter Umständen ganz anders aus. Hier ein Schaller-Transistorverstärker, da findet man im Eingang 47 Kiloohm. Ja, der Transistor ist auch nicht ganz hochohmig, also eher noch ein bisschen weniger. Und dann kommen da noch 10 Kiloohm dazu. Das heißt also ein viel zu kleiner Eingangswiderstand. Der bedämpft die Tonabnehmerresonanz, die Brillanz geht zum Teil schon weg. Das ist schlecht, das möchte man als Gitarrist nicht haben. Nur damals, hier steht 1969, wusste man in den Entwicklerkreisen noch nicht allzu viel über optimale Eingangswiderstände bei Verstärkern. Wer nun sagt, naja gut, Schaller, Deutschland, da waren wir immer ein kleines bisschen hinterher. Fox, Gegenkopplung, hier sind nahezu 0 Volt, 47 Kiloohm Eingangswiderstand. Hier unten sogar nur 10 Kiloohm. Und auch da, das sind solche Hybridverstärker, kleine Widerstände, da ist ein bisschen besser, 100 Kiloohm parallel 220 Kiloohm und dann noch die 33 dazu, aber das ist auch zu wenig. Tja, auch Marshall. Hier im Eingang 68 Kiloohm. Eine etwas eigenartige Schaltung. Hier kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen, wie das gedacht ist. Aber selbst 100 Kiloohm wäre zu wenig. Immerhin sitzt da jetzt bereits ein Feldeffekttransistor. Irgendwann haben die Leute dann kapiert, dass der Eingang eines Gitarrenverstärkers hochohmig sein sollte. Aber das war eben bei den ersten Transistorverstärkern nicht der Fall. Und das hat dann schon für den schlechten Ruf dieser Verstärker gesorgt. Hier ein Zitat
vom Chefentwickler der Fox-Verstärker. Da geht es um Übernahmeverzerrungen, wenn die Spannung bei kleinen Werten durch Null geht. Das ist ein Effekt, wo er schreibt oder sagt, das hätte man nicht geliebt. Naja, wenn man solche uralten Schaltungen anschaut, hier und hier sitzt ein Germanium-Leistungstransistor, die waren damals bestimmt teuer, und berüchtigt für ihr Temperaturverhalten. Wenn der Transistor heiß wurde, und das wurde ja, wenn man da laut gespielt hat, dann konnte es anscheinend sein, dass der Ruhestrom wegläuft. Und das ist jetzt aber eine Vermutung von mir. Dann hat man eben im kalten Zustand den Ruhestrom sehr klein gemacht und dann gab es Übernahmeverzerrungen. Das ist ja doch eine sehr spezielle Schaltung hier. Da ist der Lautsprecher, da ist der Ausgang. Gegenkopplung, tja, damals noch nicht. Beim AC30 gab es auch keine Gegenkopplung. Da ist aber nicht der Ausgangsruhestrom so stark weggelaufen. Das ist auch ein Kuriosum. Die gegenphasige Ansteuerung hat man hier mit einem Übertrager erzeugt. Tja, man liest auch, sie hatten halt nicht so viel Ahnung. Das hat sich erst im Lauf der Jahre so entwickelt. Zu diesen Übernahmeverzerrungen. Hier ein Bild aus der Physik der Elektrogitarre, das ist für Röhrenverstärker, da kann auch das Problem auftreten. Da hat man es aber recht gut im Griff, wenn man den Ruhestrom richtig einstellt. Man hat ja für die beiden Halbwellen zwei Röhren, für jede Halbwelle eine. Oder wie es hier ist, für jede Halbwelle einen Transistor. Und im einen Fall schaut die Übertragungskurve so aus und für die andere Halbwelle schaut sie so aus. Die beiden Transistoren oder Röhren müssen zusammenarbeiten und geben dann zusammen diese Kurve, wenn der Ruhestrom groß genug ist. Wenn er zu klein ist, entsteht so eine Übertragungskennlinie. Dieser Sattelpunkt hier erzeugt die Übernahmeverzerrungen, die dann zum Beispiel so aussehen. Bei kleinen Signalen ist dieses Zero Crossing hier eben unschön mit zu kleiner Steigung, das gibt nichtlineare Verzerrungen. Das kann natürlich für einen Verstärker auch ein Kriterium sein, dass er nicht geliebt wird. Bei einem Gitarrenverstärker möchte man diese Art von Verzerrung nicht. Es gibt andere Verzerrungen, die werden bevorzugt, aber Übernahmeverzerrungen möchte man da nicht haben. Hier kann man lesen, dass in der Anfangszeit kaum Wissen vorhanden war und dass man halt Literatur verwendet hat und Schaltungen nachgebaut hat. Ja, es ist ja nicht schlecht. Die Leute, die Halbleiter entwickelt haben, haben Literatur zur Verfügung gestellt und das wurde dann mit mehr oder weniger Fachwissen nachgebaut. Erstaunlich ist, dass dann keiner gesagt hat, Leute, das klingt doch furchtbar, das können wir doch nicht auf den Markt bringen. Doch, da wurden Verstärker auf den Markt gebracht, wo die Gitarristen dann gesagt haben, um Gottes Willen, Finger weg von Transistoren. Jetzt zu einem anderen Thema, bei dem es auch große Unterschiede zwischen Röhren- und Transistorverstärkern gibt. Das ist der Innenwiderstand, der auch Ausgangswiderstand oder Quellimpedanz heißt. Also der Widerstand, den man hier in den Verstärker reinmisst. Bei diesem Deluxe stellt man fest, da geht es durch den Ausgangsübertrager auf die Endröhren. Eine Gegenkopplung im Ausgang gibt es nicht. Deswegen wird dieser Verstärker einen relativ großen Innenwiderstand haben. Diverse Jahre später hat Fender den Deluxe Reverb rausgebracht. Ausgang, Ausgangsübertrager und von hier geht jetzt eine Gegenkopplungsleitung weg. Deswegen ist hier der Innenwiderstand bereits deutlich kleiner. Kurven kommen gleich noch. Der Innenwiderstand ist deswegen wichtig, weil die Lastimpedanz, zum Beispiel von so einem Celestion, ist aber bei anderen Lautsprechern ähnlich, weil die Lastimpedanz sehr stark von der Frequenz abhängt. In dem Bereich hier sind es ungefähr die spezifizierten 8 Ohm, aber da gibt es dann je nach Einbau Resonanzen,
Diese Resonanz macht die Membran des Lautsprechers, ihre Masse, die Steifigkeit ihrer Aufhängung gibt die Resonanz. Das sind jetzt Resonanzen vom Gehäuse, von der im Gehäuse eingeschlossenen Luft. Und zu hohen Frequenzen steigt die Impedanz an. Der Grund ist hier die Schwingspuleninduktivität. Und nun macht es eben einen Unterschied, ob so ein Lautsprecher von einer idealen Spannungsquelle angesteuert wird oder von einer Quelle mit hohem Innenwiderstand, was dann schon fast in Richtung Stromquelle geht. Die Auswirkung sehen wir hier, dass der Frequenzgang der Lautsprecherimpedanz, als Beispiel dieser Vintage-Serie, und dann sehen wir hier, je nach verstärkter Innenwiderstand ergibt sich jetzt ein unterschiedlicher Frequenzgang. Das entsteht jetzt nur am Ausgang des Verstärkers. Dass im Inneren des Verstärkers noch ein Tone-Stack vorhanden ist, bleibt hier unberücksichtigt. Mit hohem Verstärker-Innenwiderstand wird hier die Lautsprecherresonanz betont, die nun je nach Lautsprecher bei unterschiedlicher Frequenz sein kann, werden Gehäuseresonanzen betont und wird ein Höhenanstieg bewerkstelligt, das heißt zusätzliche Brillanz im Sound, aber eben abhängig vom Verstärker-Innenwiderstand. Typische Innenwiderstand- oder Quellimpedanz-Frequenzgänge, die alten berühmten Marshall-Plexi-Verstärker hatten Innenwiderstände in diesem Frequenzbereich, je nachdem, was man für eine Schalterstellung gewählt hat. Die hatten ja und haben immer noch im Ausgang einen Umschalter für 4 Ohm Lautsprecher, 8, 16 Ohm Lautsprecher. Für den 16 Ohm Lautsprecher wurde der Ausgangsübertrager umgeschaltet und war auch der Innenwiderstand größer. Dieser JTM45, JTM45, ist ein Sonderling. Ich vermute, damals wussten die Leute noch nicht so recht, wie das mit der Gegenkopplung funktioniert. Sie haben eine Fender-Schaltung übernommen, haben da dann Modifikationen gemacht und sind bei einer sehr starken Gegenkopplung gelandet. Später wurde das dann anders gemacht, dann war der Innenwiderstand etwas größer. Nun gibt es von Marshall auch einen Transistorverstärker mit so einem Innenwiderstand, aber wahlweise umschaltbar auf diesen Innenwiderstand. Nun inzwischen weiß man, dass der Innenwiderstand wesentlich ist. Marshall bietet hier 2 verschiedene Innenwiderstände an, um die Lautsprecherimpedanz ein bisschen mit reinzunehmen. Je nach Lautsprecher gibt es dann hier etwas mehr Brillanz und auch die Resonanz wird da ein bisschen stärker betont. Bei Fender, wie ich zuerst schon gesagt habe, der Tweed Deluxe hat keine Gegenkopplung, der ist hochohmig. Hier sind wir bei 80, 90 Ohm, das ist für den Lautsprecher fast schon Stromeinprägung. Während der Deluxe Reverb durch die Gegenkopplung niederohmiger wird, der Super Reverb wird sogar noch etwas niederohmiger und der Bandmaster, den ich gemessen habe, ist noch niederohmiger, allerdings der ist für einen 4 Ohm Lautsprecher ausgelegt. Der Klassiker Fox AC30, die nicht gegengekoppelte Endstufe, auch hier große Widerstände im mittleren Frequenzbereich. Von Fox gibt es ebenfalls Transistorverstärker. Der hier hat eine umschaltbare Endstufe, bei der man 2 verschiedene Innenwiderstände wählen kann. Da sind wir natürlich von der Impedanz eines AC30 meilenweit entfernt. Der AD60VT macht es schon etwas besser. Der hat eine Reihe verschiedener Verstärker zur Auswahl, die hier modelliert werden. Und dementsprechend wird auch die Ausgangsimpedanz umgeschaltet. 4 Kurven habe ich hier gezeichnet. Und wenn er in Stellung AC30TB steht, dann wird er immerhin ein bisschen hochohmig. 30 Ohm, das ist noch nicht ganz so viel wie ein echter AC30, aber geht zumindest mal in die richtige Richtung. Der Vergleich, 3 Verstärker, die alle nicht gegengekoppelt sind, ja, relativ große Widerstände im mittleren Bereich. Und hier nochmal die Wirkung.
wenn wir da so bei 80, 90 Ohm sind, das ist fast schon da oben, dann sieht man, da werden doch die Höhen etwas angehoben. In den Tiefen geht es runter, man will anscheinend die Lautsprecherresonanz nicht zu sehr betonen, was sinnvoll ist. Es gibt da eine interessante Arbeit von Gunter Ziegenhals, die er auf der DAGA vorgestellt hat. Analysen von Akustikgitarren, die haben alle im 200-Hertz-Bereich eine Korpusresonanz. Da wird Luftschall besonders gut abgestrahlt. Und so eine Resonanz kann auch im Lautsprechergehäuse entstehen und die wird dann betont, wenn der Innenwiderstand größer ist. Das heißt, das wird durchaus positiv von den Gitarristen aufgenommen. Nach diesen linearen Effekten, die den Frequenzgang betreffen, kommen jetzt die nichtlinearen Eigenschaften, die Verzerrungen. Wenn im Folgenden von Verzerrungen die Rede ist, sind das immer nichtlineare Verzerrungen, Klärfaktor. Bei einer Röhre, zum Beispiel der ECC83, ist die Übertragungskennlinie gekrümmt, das Signal wird invertiert, wenn man die Eingangsspannung positiv erhöht, wird der Ausgang negativer. Man hat hier einen kleinen Bereich, in dem die Kurve so einigermaßen gerade ist, dann knickt sie ab in beide Richtungen. Hier gibt es dann die Übersteuerung, die nichtlinearen Verzerrungen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, die Kurve ist hier ein bisschen rechts gekrümmt, also nicht exakt punktsymmetrisch in diesem Bereich hier und da dann sowieso nicht. Bei einem Transistorverstärker könnte das so aussehen. Hier auch schon einmal ein bisschen unsymmetrisch. Der Spannungshub hier ist schon etwas kleiner als der hier. Bei einem guten Transistorverstärker wäre die Übertragung vermutlich exakt punktsymmetrisch. Bei der Topologie gibt es sehr unterschiedliche Realisierungen. In der Physik der Elektrogitarre habe ich das für einige Verstärker dargestellt. Die Kreise stehen für die Röhren. Hier kann verzerrt werden. Das ist eine spezielle Röhrenschaltung, dieser sogenannte Kathodenfolger. Findet man nicht bei allen Verstärkern, hier gibt es das zum Beispiel nicht. Die Pfeile, das ist der Tone Stack. Hier wird die Lautstärke eingestellt. PI ist der Phaseninverter, auch da sitzt eine Röhre drin. Und dann geht es hier zur Endstufe, die habe ich hier nur einmal rausgezeichnet. Und manchmal, wenn es eine Gegenkopplung gibt, kommt von der Endstufe ein Signal zurück, GECO, Gegenkopplung. Man sieht hier, dass die Topologie doch sehr unterschiedlich sein kann. Diese Klangregelstufe oder Tone Stack kommt manchmal relativ weit hinten im Signalfluss. Da gibt es erstmal zwei Röhrenstufen. Diesen Kathodenfolger fasse ich zusammen und dann kommt der Tone Stack. Es kann aber auch sein, dass der Tone Stack, der manchmal sehr primitiv ist, manchmal zwei Knöpfe hat, manchmal drei, dass dieser Tone Stack auch gleich nach der ersten Röhre kommt. Verzerrt werden kann das Signal in diesen Kreisen, in diesen Röhren. Dazwischen drin sitzen Systeme, die den Frequenzgang beeinflussen, sodass wir eine Abfolge haben von nichtlinearen und linearen und nichtlinearen und linearen und nichtlinearen Verstärkerelementen. Das habe ich hier mal vereinfacht rausgezeichnet. Da wird verzerrt, nicht linear verzerrt, und hier wird dann der Frequenzgang verbogen. Da gibt es sehr unterschiedliche Systeme mit relativ wenig Röhren. Hier zum Beispiel gibt es eine Röhre, dann wird die Lautstärke eingestellt, dann kommt bereits der Phaseninverter und die Endstufe. Es können aber auch mehrere Röhren in diesem Signalzweig sein. Und da sagt jetzt die moderne Schaltungstechnik, bei der modelliert wird, simuliert wird, emuliert wird, das ersetzen wir durch eine einfache Schaltung, Filter, Verzerrung
Filter. Die Systemtheorie sagt ganz klar, das kann niemals funktionieren, das lässt sich nie perfekt durch diese Schaltung realisieren. Und die Praxis sagt genauso sicher, doch, das geht, auch wenn das theoretisch nicht perfekt ist, der Klang überzeugt. Da gab es zum Teil ja furchterregende Gebilde mit einer großen Anzahl von Röhren, in denen ein bisschen verzerrt wurde, einmal die positive Halbwelle, dann wieder ein bisschen verstärkt, dann die negative Halbwelle, dann wieder ein bisschen verstärkt und so weiter. Ein mordskompliziertes System. Tja, und das wird in den Modeling- und Profiling-Verstärkern durch so eine einfache Schaltung ersetzt, mit gar nicht so schlechtem Ergebnis. Die Nichtlinearität wird dabei durch eine mathematische Kurve ersetzt. Das Ganze passiert ja heute in Signalprozessoren, also letztendlich in Transistoren. Kann so eine Transistorschaltung den echten Röhrensound ersetzen? Dieser Frage habe ich mich schon vor vielen Jahren gewidmet. Damals dachte ich, ich schreibe das Buch Physik der Elektrogitarre in drei Bänden. Die ersten beiden Bände wurden auch fertig. Mit dem dritten Band sollten dann Schalle demonstriert werden. Dazu war gedacht, eine CD beizulegen. Ich habe auch so ungefähr 100 Seiten fertig bekommen. Dann hat sich allerdings herausgestellt, Bücher werden nicht mehr so nachgefragt und CDs sind vielleicht auch nicht mehr so aktuell. Und deswegen gibt es diesen dritten Band nicht, stattdessen diverse Videos auf der Homepage. Die nichtlinearen Verzerrungen eines Gitarrenverstärkers werde ich dann später auch noch zu Gehör bringen. Zunächst aber, wie immer bei meinen Videos, etwas grundlegende Theorie zu den Verzerrungen. Auch wenn der Gitarrenton kein Sinuston ist, ist es sehr einfach, damit zu beginnen. Das ist ein Sinusverlauf, Spannung über der Zeit. Und wenn wir den begrenzen, hart begrenzen, was man Clipping nennt, dann sieht das Signal so aus. Bei einer Röhre ist die Begrenzung etwas runder. Hier mal sehr ideal dargestellt. Man nimmt bei der Berechnung gerne die Tangens-Hyperbolicus-Funktion. Auch dazu gibt es bereits Informationen in einem vorhergehenden Video. Schaltungstechnisch realisiert man das zum Beispiel mit zwei antiparallelen Dioden. Wobei zwischen Diode und Tangens-Hyperbolicus ein kleiner Unterschied besteht. Mehr dazu in vorhergehenden Videos. Die harte Begrenzung, das Clipping, und die weiche, runde Begrenzung, wie sie so oder in ähnlicher Form bei Röhrenverstärkern erzielt wird, aber auch bei transistorisierten Vorschaltgeräten. Wenn man jetzt sehr stark aussteuert, werden die Unterschiede zwischen diesen beiden Übersteuerungsarten klein und immer kleiner. Der Sinus blau ist hier bereits sehr groß, geht da rauf, geht da runter, wird hier hart begrenzt. Und wenn man so eine Kurve wie hier gezeichnet oder auch Dioden sehr weit übersteuert, hier berechnet für einen Tangens-Hyperbolicus, dann bekommt man auch ein nahezu rechteckiges Verhalten. Dann sind die Unterschiede nur noch unbedeutend. Man darf diese verrundete Begrenzung folglich nicht überbewerten. Deren Eigenschaften verschwinden, wenn man stark übersteuert. Die unsymmetrische Begrenzung, auch das habe ich im vorhergehenden Video schon gezeigt, hier nur in Kürze. Man könnte zum Beispiel in der einen Richtung eine Diode, in der anderen Richtung zwei Dioden verwenden. Sieht so aus, wenn man da weit übersteuert, bekommt man auch wieder ein Rechteck, in dem Fall mit einem Gleichanteil. Naja, und wenn man den Gleichanteil abtrennt, dann sieht es auch wieder so aus. Also auch da keine großen Unterschiede. Links das Bild der unsymmetrischen Begrenzung, stark übersteuert, ohne den Gleichanteil. Rechts die symmetrische Begrenzung, sehr ähnlich. Im Spektrum, und jetzt wird es schön langsam interessant, ein Sinuston verzerrt
an einer punktsymmetrischen Kennlinie, Tangens Hyperbolicus oder zwei Dioden gibt ähnliche Kurven. Hier entstehen die ungeradzahligen harmonischen. Das ist die Grundfrequenz, die erste harmonische, die dritte, fünfte, siebte, neunte, elfte, dreizehnte, fünfzehnte und so weiter sind ungeradzahlig Vielfache der Grundfrequenz. Wenn man ein kleines bisschen unsymmetrisch begrenzt, zum Beispiel mit dieser Schaltung, dann entstehen auch geradzahlige Verzerrungskomponenten. Die doppelte Grundfrequenz, 4, 6, 8, 10, 12, da hier oben, die haben wieder einen kleinen Pegel. Und da könnte man jetzt sagen, ah ja, da ist doch ein großer Unterschied. Bei der symmetrischen Begrenzung gibt es nur die ungeradzahligen harmonischen. Bei einer unsymmetrischen Begrenzung gibt es auch geradzahlige. Ja, wenn man einen Sinuston verzerrt. Sobald man aber ein Tonpaar nimmt von zwei Tönen, hier Grundton und Oktave, und verzerrt die, dann haben wir auch das volle Spektrum, einschließlich dieser geradzahligen harmonischen. Und nun ist ein Gitarrenton ja nicht nur ein Sinuston. Der hat ja bereits diverse Oberschwingungen, würden die Musiker sagen, Obertöne oder eben harmonische. Und dann entsteht in jedem Fall ein Spektrum, in dem alle Spektralkomponenten vorhanden sind. Analysiert man jetzt die Verzerrungen eines Röhrenverstärkers, hier zum Beispiel der Fender Super Reverb, ist aber bei anderen Fender-Verstärkern ähnlich bis identisch, die haben in der Regel sehr ähnliche oder sogar gleiche Eingangsstufen, dann bekommt man zum Beispiel so ein Ergebnis, hier ist die Klirrdämpfung aufgetragen, 20 dB Klirrdämpfung ist 10% Klirrfaktor, hier wäre es 1% Klirrfaktor, hier ungefähr 0,3%. Blau, das sind die quadratischen Verzerrungen, die quadratische Klirrdämpfung AK2, rot sind die kubischen Verzerrungen. Misst man an der ersten Anode, das heißt also die Verzerrungen der ersten Röhre, dann bekommt man so ein Bild. Es dominiert ganz klar der quadratische Klirrfaktor. Geht man jetzt aber zur zweiten Anode, stellt man bereits fest, ja, jetzt dominiert AK3 der kubische Klirrfaktor. Es ist nun einerseits richtig zu sagen, Röhren haben hauptsächlich quadratische Verzerrungen, wenn man nur eine Röhre verwendet. Das ist aber in keinem Gitarrenverstärker der Fall. Da sind immer mehrere Röhren beteiligt. Und schon wenn man durch zwei Röhren durchgeht, dominieren die kubischen Verzerrungen. Das hängt jetzt allerdings von den dazwischenliegenden Bauteilen ab. Hier ist ja der Tonstack. Da kann man Höhen, Bässe und gegebenenfalls Mitten verändern. Hier kann man die Lautstärke verändern. All das hat Auswirkungen auf die nichtlinearen Verzerrungen. Das kann hier nur ein Beispiel sein. Hier gibt es einen Vergleich Fender gegen Fox. Gemessen wurde der gesamte Verstärker. Aufgetragen ist über dem Eingangspegel wieder die Klirrdämpfung. Begrenzt man sich wieder auf den Bereich von 0 bis ungefähr 30 dB Klirrdämpfung, also so in etwa 3% Klirrfaktor, dann sieht man bei den kubischen Verzerrungen da einen ähnlichen Verlauf und etwas größere Unterschiede bei den quadratischen Verzerrungen. Die bleiben hier doch auf kleineren Werten und gehen hier ziemlich weit rauf. Zwei Fender-Verstärker im Vergleich. Dieser hier ohne Gegenkopplung in der Endstufe. Hier gibt es dann in der Endstufe eine Gegenkopplung. Auch hier kann man wieder feststellen, in den quadratischen Verzerrungen, in dem Bereich hier, gibt es Unterschiede. Der Verlauf hier unten bei den kleinen Verzerrungen, das würde ich jetzt wieder nicht als so wesentlich ansehen. Aber hier bemerkt man Unterschiede. Ob man die dann hört, kommen später noch Aufnahmen.
Marshall im Vergleich, der hier, mit drei unterschiedlichen Kathodenfolgerröhren. Und auch da würde ich jetzt sagen, ist in den kubischen Verzerrungen hier wenig Unterschied. So eine Beule hier hat keine Relevanz. In den quadratischen Verzerrungen merkt man schon große Unterschiede. Hier zum Beispiel gibt es K2 oder AK2 Glierdämpfung und da ist hier doch deutlich weniger. Warum sind diese quadratischen Verzerrungen so empfindlich? Das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Eine krumme Kennlinie. Das hier nennt sich Xi, das ist ein Eta. Das ist ganz einfach. Zunächst haben wir hier eine lineare Abbildung von Xi auf Eta, eine Gerade. Dass das Minus ist, liegt daran, dass bei Röhren vom Gitter zur Anode invertiert wird. Und zu dieser linearen Abbildung kommt hier nun ein kleiner quadratischer Anteil dazu, also quadratische Verzerrungen, Klärfaktor K2. Die Kurve nimmt hier ab, setzt man für dieses Xi 0, kommt bei Eta 0 raus, macht man das Xi größer, also geht nach rechts, dann wird es negativ mit einer leichten Progression, Rechtskrümmung. Jetzt legen wir da einen Arbeitspunkt rein, zum Beispiel hierher bzw. hierher. Und dann ist das schon mal eine grobe Näherung an eine Röhre. Das wäre jetzt eine gemessene Röhrenkennlinie, horizontal Abszisse, die Gitterspannung, vertikal Ordinate, die Anodenspannung. Es geht runter, wird invertiert und man sieht da auch eine kleine Rechtskrümmung. Dass dann hier der verrundete Knick kommt und hier oben auch, das ist hier noch nicht nachgebildet. Zunächst geht es mal nur um kleine Aussteuerung in dem Bereich, quadratische Verzerrungen. Und weil bei den Röhrenverstärkern die Gleichspannungen über Kondensatoren abgetrennt werden, legen wir jetzt diesen Arbeitspunkt hier mal in den Nullpunkt. Die Kennlinie, die jetzt entsteht, die Abbildung von X auf Y, steht hier unten. Aber diese Formel brauchen wir gar nicht. Da schauen wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir für X eine sinusförmige Aussteuerung nehmen. Wenn wir auf dem Eingang dieses Systems einen Sinus geben. X ist 2 mal Sinus Omega T. Das ist dann Aussteuerung in diesem hier blau eingezeichneten Bereich. Dann gibt es Verzerrungen. Der gleiche Anteil wird nicht dargestellt, der wird ja in den Verstärkern abgetrennt. Das ist das Pegelspektrum, die erste harmonische. Und für diese Aussteuerung, wie links gezeichnet, sieht man jetzt hier deutliche quadratische Verzerrungen. 20 dB Klärdämpfung wäre 10% Klärfaktor, also etwas mehr als 10% Klärfaktor. Und jetzt schalten wir zwei solche Systeme hintereinander. Wir bilden ab von X auf Y auf Z, wobei hier zwischen nochmal das Signal verkleinert wird, durch 5 geteilt wird. Man bekommt ja bei dieser Kennlinie eine Verstärkung. Wenn man hier plus minus 2 aussteuert, dann sieht man, hier geht es auf 8 rauf und auf minus 20 runter. Das Signal wird vergrößert, deswegen teile ich hier durch 5, gibt dann dieses Gamma. Gamma ist y Fünftel und dann kommt nochmal genau dieselbe Kennlinie. Man könnte also sagen, Verstärkerröhre runterteilen, zum Beispiel in einem Lautstärkepotentiometer und dann nochmal eine zweite Röhre. Das Spektrum bei y sieht so aus, rein quadratische Verzerrungen. Hier kommt nochmal genau dieselbe Kennlinie, quadratisch. Und wenn man jetzt bei z am Ausgang des Spektrums anschaut, dominieren die kubischen Verzerrungen. Das könnte man jetzt ausrechnen, die Gleichungen werden dann länger, will ich gar nicht machen. Die quadratischen Verzerrungen nehmen ab und die kubischen Verzerrungen entstehen. Die gibt es da hier oben ja gar nicht. Hier haben wir jetzt starke kubische Verzerrungen. Das ist die Kennlinie über alles. Von x auf y diese Kennlinie und von x auf z diese Kennlinie. Ja, die ist fast punktsymmetrisch, in diesem Fall nicht ganz. Und damit kompensieren sich die quadratischen Verzerrungen zum großen Teil weg. Ist also falsch, ich muss das immer wieder betonen,
wenn man sagt, ja, Röhrenverstärker haben hauptsächlich quadratische Verzerrungen. Das mag noch stimmen, wenn man eine Röhre betrachtet. Aber sobald man zwei identische Röhren hintereinander schaltet, gibt es in diesem Fall deutlich zu sehen kubische Verzerrungen. Nun, bei den quadratischen Verzerrungen hängt es davon ab, wie weit man aussteuert, ob und wie weit man hier wieder das Signal reduziert. Die werden verringert, unter Umständen komplett ausgelöscht. Es gibt dann Nullstellen im Pegelverlauf der Verzerrungen. Aber wie man weiß, solche Kompensationen sind ja äußerst empfindlich gegenüber kleinsten Änderungen. 1 minus 1 gibt 0, da bleibt nichts übrig. 1 minus 0,9 gibt 0,1 und schon ist was übrig. Jetzt machen wir hier mal eine kleine Änderung. Diese zweite Kennlinie wird jetzt von Blau auf Rot verändert. Ist hier in diesem Bild, wie man sieht, gar nicht viel. Und schon ändert sich der quadratische Klärfaktor, oder hier dargestellt als Klärdämpfung. Im Vergleich, ja, deutlicher Unterschied. Bei den kubischen Verzerrungen ändert sich fast nichts. Aber die quadratischen Verzerrungen ändern sich um vielleicht 15 dB, also einen guten Faktor 5. Da tut sich schon was. Und deswegen kann es sein, wenn man eine Röhre wechselt, insbesondere bei diesem Marshall hat man gesehen, die Kathodenfolgerröhre, dann ändert sich was. Tja, soweit die Theorie. Für die Praxis müssen wir jetzt sagen, da unten unter minus 30 dB Pegel, da ist das alles gar nicht mehr so relevant. Tja, jetzt wäre es schön, da mal reinzuhören. Kommt noch, aber das braucht doch ziemlich viel Zeit. Und deswegen wird jetzt aus der ursprünglich geplanten Trilogie eine Tetralogie. Ist doch schön, wenn man ein Wort, das man in der Schule lernen musste und nie gebraucht hat, dann kurz vor dem finalen Schlussakkord noch hernehmen kann. Also, es wird noch einen vierten Teil geben, dauert noch ein bisschen. Wer diesen vierten Teil nicht versäumen will, Kanal abonnieren, dann werden Sie automatisch informiert, wenn es Neues auf der Homepage gibt. Das sind die nächsten beiden Videos. Bei dem hier wird es eine Möglichkeit zum Downloaden von Fender-Layouts geben. Dieser Link funktioniert aber nur wenige Tage lang. Wer meinen YouTube-Kanal abonniert hat, bekommt rechtzeitig eine Nachricht und kann dann bei Interesse die Fender-Layouts downloaden.